Geh mal da lang. Eieiei, das wäre. Genau, das würde mich erwischen. So, wir kommen zu einem weiteren Part. Star Revenge 6 Luigi's Adventure. Muss mal gucken, wo ich hier stehe. Bin anscheinend bei der Lone Coin Parkour. Ja, na leider ist das letzte Mal, auf dem ich schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, wo der war. Falls ich den schon mal gesehen habe. Warte mal. Okay, die 100 Münzen habe ich hier. Der einsame Münzparcours? Ernsthaft? What the fuck, what the fuck? So, runter wollte ich nicht, da hoch mal. Der einsame Münzparcours. Dann, dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ihn ja auch irgendwo auf die Schnelle. Das ist nicht dein Ernst, Akito. Wenn du jetzt nicht gewesen wärst, hätte ich das Ganze ohne Safe State hier gepackt. Und das sogar auch noch im ersten Versuch. Oh, es geht ja doch. Oh, jetzt machen wir trotzdem ein. Da drüben war ich schon mal, da war ein Stern. Da oben war ich zwar auch schon mal, aber da gucken wir noch mal hin. Ich meine, dass da oben noch was ist. Na komm, Gott sei Dank geht sich das aus. Ja. Einsame Münzparcours. Ist klar, du Sniper. Stirb. Danke. Da oben war ein Stern, oder? Ja, da war ein Stern. Da ist der rote Münzparcours. Wobei ich mich jetzt frage, ob damit nicht die roten Münzen gemeint sind, ob ich die schon mal gemacht habe. Mach mal hier ein Safe State, sammle den Stern. Und gucke einfach mal nach, ob ich die roten Münzen schon mal gemacht habe. Und safe. What a dritte. Climb to the top, fiery ride on the roof, inside the temple, the small columns for candy coins. Ja. Die roten Münzen hatte ich schon mal. Und das geht sich dann aus. Nö, und da ist auch nichts. Der einsame Münzparcours, wo sollte der noch sein? Da ist ja nichts mehr. Irgendwie so runterspringen oder so. Ja, ich mein Problem kann man ja. Sind das doch für den Weg? Der Weg da unten ist das. Wo führt denn der hin? Achso. Oh, der war tödlich.
Ach, kommt so, da runter. Und da runter. Oh, perfekt. Da war eine einsame Münze. Das war sogar der Stern, den ich machen sollte. Tolle Sache. Dachte mir schon, den Weg kenne ich hier gar nicht. Nein, nicht Stern. Ach komm, jetzt, man muss nicht unbedingt 3 Schaden von dem Feuer nehmen. Und das für ein Fail. Mehr da, damit ich hier nicht wegen einem dämlichen Feuerschaden verrecke. Oder wegen einem dämlichen Akito. Ah, das geht hier wieder nicht aus. Und perfekt. Da haben wir ihn ja. Damit haben wir diese Welt, meine ich, auch zu 100%. Ja, die ersten 9 Welten zu 100%. Dann gehen wir mal durch diese Tür mit 40 Sternen und okay, ist jetzt dieses Bild, ja, dieses Bild ist jetzt Nacht. Okay, Nightstar Sanctuary, Dangerous Path in the Sky. So, erstmal wieder hoch. Oh. Nacht sieht die Welt richtig geil aus. Nur wette, es ist auch 100-mal gefährlicher. So, erstmal ein paar Münzen sammeln. Ein bisschen umsehen. Oh. Das wird wahrscheinlich sehr rutschig sein und mich in den Abgrund stoßen. Und darüber. Ah, okay, da ist ein Weg. Noch ein Sniffit. Ein paar dieser Gumba-Franks hier. Da oben ist nichts. Okay. Auch nichts, aber irgendwo ein Weg, genau. Sniffet haue ich jetzt nicht runter. Ah, das ist der. Halt dich da fest oder genau, lande. Ist noch besser. Das ist ja, ja, das ist der eine Weg, den ich gerade vorhin gemacht habe. Nur der war da vorhin. Egal. So, da durch und da ist sogar ein Stern. Stern Nummer 75. Dangerous Path in the Sky. Genau der, den ich machen sollte. Das ist doch mal sehr gut. Achso, da muss ich sagen. Die eigentlich nochmal rein. Right to the highest point. Schätze mal, der ist oben. So. Na was, geht's dann noch höher? Nein, aber da rüber.
Ich gehe mal da lang. Eieiei, das wäre. Genau, das würde mich erwischen. Schlechtes Timing. Macht auch nichts. Ich will mich da runter, ich muss aber auf den höchsten Punkt, also von dem her irgendwo nach oben. Da komme ich wieder nur zum selben Stern, da geht es nicht höher irgendwie. Dankeschön. Ah, das ist okay. Das erklärt einiges. Da ist jetzt immer noch eine rote Münze. Ist hier ein Stern drin? Nee, ein Leben. Hier ist Münze Nummer 1. Okay, dann ist der höchste Punkt ganz unten. Ja. Das ist hier nämlich genau spielverkehrt. Okay, hier kommen ein Amp. Ich Münzen nehmen. Ist klar, Leute, ist klar. Du stirb. Gehen wir hier nicht auf die Nerven. So, da. Feuer. So, hier noch ein Sniffet. Da ist eine Spinne. Jetzt würde ich gern wissen, wo ich bin. Da ist ein Schild. Do you see a difference? Some of these sunstones are fake and you can stand on them. Ernsthaft? Auf den ersten kann ich stehen. Hier nicht. Ja. Okay, bei dem einen. Ah, okay. Ich hab's kapiert. Da, wo irgendwas ein bisschen dunkler ist, da kann ich stehen. Komme ich jetzt da rüber? Nein, das geht sich nicht aus. Da ist eine nächste. Nein, da wollte ich nicht hin. Da war die nächste. Ich bin blind, ich sehe es nicht. Wo geht's jetzt weiter? Ah, da nach vor. Da rüber. Da weiter. Da rüber. Dahin. Die Frage ist, was bringt mir das Ganze eigentlich? Ah, okay, dort hinten ist ein Stern. Ich will eigentlich probieren, dass ich gleich auf diese eine Fläche da. Geht sich anscheinend nicht aus. Mit normalem Weitsprung. Nee, auch nicht. Man muss jetzt aber irgendwo eine Fläche. Ah, hier. Auch eine.
Da war irgendwo eine. Da war eine. Da ist eine und. Und dann hüpfe ich zu weit. Dankeschön. Sehr genial. So. Und jetzt einfach ins Ziel. Stern Nummer 76. War All of the Fake Sunstones. Safe. Und falsche Richtung schon wieder. Ein Stern machen wir noch. Mal sehen, ob wir den machen oder einen anderen. Ich gehe mal jetzt nach unten. Noch eins und geht nicht, okay. Dann da lang. Und dieser Weg. Oh, warte, da war ich gerade. Ach, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wo war schon wieder mein Safe State? Oh, So. Hier runter, darüber. Ernst. Danke. Danke. Ich würde da unten gern rein. Auch wenn das gerade ein bisschen unmöglich aussieht. Es könnte doch gehen. Warte, vielleicht von hier. Du geh mal weg. Was steht da? If the jump here are too hard for you, can jump down from the moonstones over there. You just have to play a bit with the camp here. Also es geht hier. Dein Ernst. Ich bin sogar zu. Was? Warum will ich da unten durch? Da kann ich ja nicht durch. Warum will ich da gerade durch? Warum wollte ich da ernsthaft gerade durch? Oh, was bringt mir der Weg da sonst? Ach, komm jetzt. Gehen wir mal von der mittleren Etage irgendwo hin. Kann man von hier eigentlich irgendwo hin? Nee. Nee. Und von ganz oben. Ja. Auch nicht wirklich. Ich kann wieder darüber, direkt auf den drauf, damit ich da hochkomme. Genau so war das geplant. Ernsthaft. Das hatte ich mir jetzt nicht verdient. Ach so, ja. Warte mal, komme ich von da darüber? Im Leben nicht. Das ist mit dem Loch da unten. Also das
hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das direkt im ersten Versuch klappt. Und hier sind die Red Coins irgendwo verteilt. Na, danke. Auf das freue ich mich ja schon. Wenn ich die zu sammeln habe. Ich meine, sie wird dann leicht funktionieren, aber ich muss sie alle suchen. Oder vielleicht gar nicht mal. Da oben war nämlich auch gerade eine. Also drei weiß ich schon. Oh, eine vierte auch, sehr schön. Kann man da irgendwie weiter hoch? Warte mal, da oben ist eine Plattform. Machst du jetzt einen Wandsprung? Oh, okay, drei Sprung mit Wandsprung. So. Ernsthaft. Hä? Komme ich da nicht hoch oder wie sehe ich das? Mach einen beschissenen Wandsprung an der Wand. Okay, da kann man den nicht anhalten. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht sehe. Höchstwahrscheinlich da oben irgendeine Schräge oder so. Und wenn der Depp da nicht da und runterfallen, sondern den Seitensprung ausführen würde. Egal, scheiß drauf, scheiß drauf. Es geht nicht, dann halt nicht. So, Nummer 3 und da war Nummer 4. So, und da jetzt wieder hoch. Ja, und geht das vielleicht mit Weitsprung auch? Anscheinend nicht. Nein, du sollst einen Wandsprung machen. Okay, von hier geht's nicht. Da ist auch noch eine. Wandsprung hat Mario gerade generell keinen Bock, irgendwie. Na, danke, er kann ja doch noch was. Kurze Pause. So. Ja, und zwar schon wieder. Hey, was ist denn da unten? Hi Jack hier. Und hi Münze Nummer 6. Okay, jetzt könnte ich aber die roten Münzen auch schnell suchen. Hehehe, Betonung auf schnell, ne? Ich meine, es waren ja jetzt alle hier. Also müssten noch die letzten zwei auch hier in der Nähe sein. Perfekt. Nummer 7. Wenn sie will. Und da sehe ich schon den Schatten von Münze Nummer 8. Oder in irgendwas anderem. Komme ich da hoch? Warte, da war irgendwo ein Schatten. Gute Frage. Wenn ich da jetzt nicht mehr hochkomme, habe ich ein Problem. So, mal sehen, was da unten ist.
Da gibt es sicher einen anderen Weg dahin. Aber ich will jetzt diesen Weg. Ernsthaft? Vielleicht auch überleben. Oder nicht anhalten ist auch eine Möglichkeit. Ja. Dann nimm halt deinen Schaden. Aber bleib oben wenigstens. Das war wieder komplett daneben. Das wollte ich gar nicht. Ach komm, was ist denn jetzt los? Dein Ernst jetzt. Oh, geht doch. Oh, hi Jack, ja. Okay. Hier ist auch ein Stern, dein Ernst. Und ich komme von hier auch nicht mehr hoch, ne? Nö. Ja, egal, dann werde ich die roten Münzen dann halt mit den 100 Münzen gemeinsam machen. Denn ich hoch komme ich ja sowieso nicht mehr. Und ich schätze mal, eine rote Münze war weiter oben. Ja, das Ganze sehen wir uns dann im nächsten Part an. Also, bis dann und wiedersehen. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüner Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte im blauen Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr mich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Black Shadow Dragons klickt, könnt ihr zu meinem Zweitkanal, in dem ich Real-Life-Videos drehe. Und ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin einer von den Dragons. You cannot kill what is already death.